Welcome back to Inside Philips, dem Wissensmagazin hier auf Philips Gaming. Nein, es sieht noch so aus wie Minecraft, aber eigentlich ist es Inside Philips. Der Blockschema mit dem Text auf Xbox. Pur BD-Craft. Gibt's auch für Inside Philips Game. Inside Philips Game, jetzt downloaden. Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen die Packungsbeilage und fragen Sie Arzt oder Apotheker. Oder zerschlagen. Nee, bei Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage oder zerschlagen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ja, das darf ich. So. Ja, in der letzten Folge Inside Philips. Ach, wir hätten doch sowas machen müssen wie hier Apuet bei 50.000 Daumen nach oben geht's weiter. Okay. Sowas halt. Das haben wir vergessen. Ja, sorry, da können wir jetzt nichts erzählen. Da können wir jetzt nichts erzählen. Erst nach dieser Folge, wenn diese Folge mindestens 50 Aufrufe innerhalb der ersten 12 Stunden hat. Ja, der guckt jetzt 50 mal an. Oder wenn diese Folge mindestens 10 Likes innerhalb der ersten 80 Tage hat. Die ersten 80 Tage, bis dahin sind wir Fame. Wenn diese Folge mindestens 50 Likes bis Ende des Jahres hat, erzählen wir das. Nächstes Jahr. Bis dahin gibt es wieder neue Intrigen bei Philips Gaming. So. Ja. Oh, jetzt hast du Intrigen gesagt. Jetzt hast du fast verraten, was es geht. Was, Digga? Nein. Gottes Willen. Das gibt's doch gar nicht. Wie kannst denn du nur? Ach Gott, kommt ja mein Husten zurück, Philipp. Nee, kann man nicht machen. Was mit meinem Husten? So, kommt er jetzt bei dir an? Hustest du zurück? Oh, mein Handy meckert drum, warte. Warnung, Akku ist fast schwach. Weißt du, ich mach das jetzt aus. Nein, war fast schwach. Moment, ich mache mein Handy jetzt aus. Aus, geh aus. Aus. So. Ich hatte es ja vor uns kurz aufgebraucht. Da war es einfach geschmissen. Warte, soll ich es nochmal wegschmeißen? Oder ich schmeiß es nochmal weg. Warte. Achtung, hörst du, ne? Jo. Handy. Jetzt liegt's unten. Hast du Nokia oder was? Das ist mein Diensthandy. Das ist ein Samsung Outdoor-Handy. Keine Ahnung. Das ist Outdoor. Das, also, das kannst du in der Ecke rumschmeißen. Das klingt cool. Wie so ein Bäcker aus dem Zimmer. Aus dem Fenster raus. Ich bin cool vor dem Hotel und dann der Wecker klingelt. Ach, nee, wisst ihr. Da ist so ein Loch im Fenster. Auf Arbeit mal. Da hat das Telefon geklingelt. Ich saß gerade auf unserer Maschine oben drauf. Maschine? Was? Nein. Das habe ich schon mal verraten. Das ist kein Geheimnis. Achso, Waschmaschine. Dass ich was mit Maschinen mache, ist gegangen. Waschmaschine, alles klar, weiter. Auf jeden Fall, ich saß oben drauf, Handy nehmen wir. Auf seiner Waschmaschine? Telefon klingelt, sehe nur, oh scheiße, Chef ruft an, ne? Wollt rangehen, ne? In dem Moment schmeiß es aber aus, runter ist halt aus 3 Metern unten aufs Metall aufgekommen. Akku ist rausgefallen, dann war es halt erstmal vorbei. Ich hab dann eine halbe Stunde später zurückgerufen und hab gesagt, ja, mir ist da gerade ein Malheur passiert, als ich anrufe. Kann ich ja nichts dafür. Stell ich mir nicht vor, als Chef Rich Busch. Huch. Konnoll weg, was? So. Wie der Tote aufgelegt, kann doch gar nicht sein. Sorry, Chef, kein Empfang. Da hat sich bestimmt ein Attentäter hochgejagt. Kann nicht sein, dass er auflegt. Ach, wisst ihr das hier aus Paris? Also da, wo es. Ach nee, wann waren die letzten Anschläge? Brüssel, ne? Keine Ahnung. Da war der eine Typ hier, da waren doch hier diese Bombenanschläge am Flughafen und in der U-Bahn. Ja. Da hatte der eine Typ am Flughafen, da war da gerade zu der Zeit der Anschläge dann in der Nähe, also ist irgendwie dem Anschlag nur so kurz entkommen, hat dann noch so eine SMS an einen Freund und Familie geschrieben, dass der da halt heil und lebend rausgekommen ist. Ja. Ja, dann geht er in der U-Bahn und wird natürlich da hochgebombt, ne? Echt? So viel Glück musste er erstmal haben, ja, super. Die Verwandten müssen sich auch verarscht bekommen. Erst schreiben, ja, mir geht's gut, und dann beim nächsten noch erwischt werden. Das ist so unwahrscheinlich, sowas. Das klingt hier wie Final Destination. Ne? Kennst du seinen Film? Mhm. Echt krass. Hast du alle Teile gesehen? Welches Korne? Wie viele Teile gibt's da noch? Oder so? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Bestimmt, ne? Oder mehr? Gibt's auch 7? Immer. Auf jeden Fall gab es viele. Ja.
In der letzten Folge Philips hat man ja schon einiges verraten. Ach nee, Philips, jetzt ist ja hier. Inside Philips. Inside Philips. Ja, was können wir denn noch verraten? Was haben wir denn noch nicht verraten? Wo könnten jetzt noch Unklarheiten herrschen? Die Frage ist, wollen die Zuschauer wissen? Natürlich, das will jeder wissen. Wenn hier mal bei Philips was Spannendes passiert, das ist das erste Mal seit 4 Jahren oder so. Ja, was soll ich das sehen? Ist bisher schon mal was passiert? Was Vergleichbares? Ja. Ach so, es gab schon mal einen Tagesplan. Aha. Ja, da habe ich aber nur mit mir selber gestritten. Liegt ausgerastet. Boah, was ist das für ein Idiot? Was willst du denn jetzt von mir? Nein, du bist ein Idiot. Nein, du bist ein Idiot. Ach nee. Bist denn du zu dämlich Video? Du warst doch selber dabei, dass ich es nicht geschafft habe. Solche Diskussionen habe ich früher öfters geführt. Du warst als Kind viel einsamer, oder? Hä? Was? Nach Gott. Was soll denn das heißen? Ich erwähne da nur so am Rande mal ganz viel Lego. Er steht hinter mir, habe ich vorhin saß gemacht. Dann kannst du mal wieder so eine Animationsfolge machen. Mach ich doch. Da, genau, da, da, darüber, da, da, da vergleichst du das so. Ach ne, gut, wir haben da ja geschrieben, das ist ja, das kannst du ja schlecht darstellen. Du kannst dann hier so ein Beef austragen. Beef, das ist Beef, das ist so neudeutsch, das klingt ja wie was zu essen, oder? Beef. Willst du mal ein bisschen beefen? Ja. Beef, Beef auf Philips jetzt in ihrer Apotheke zu kaufen. Ach nee, super. Du sag mal, kannst du dich noch daran erinnern, jetzt mal zurück zum Thema Minecraft? Minecraft, ja. Das ist Inside Philips. Das sieht nur so aus. Da, wo du dich dann geschubst gefühlt hast, obwohl du eigentlich selber runtergefallen bist. Eindeutig. Nein, ich wurde geschubst. Nein. Ich wurde geschubst. Ey, es hat sich keiner dazu gemeldet, dass jemand war. Also war es auch keiner. Ich werde mich da wohl kaum selber runterstoßen. Natürlich, du hast das Schiff losgelassen, bist runtergefallen. Du standst so an der Kante. Ich habe da geguckt und da habe ich einen Schlag abbekommen und auf einmal lag ich unten. Guck dir die letzte Aufnahme an, die ist mittlerweile draußen. Nee, die ist noch nicht raus. Wenn das Video rauskommt. Die letzte Folge, die letzte, Moment. Wenn das Video rauskommt, okay? Ja, die werde ich mir am Dienstag zusammen mit Tami angucken. Da werden wir rausfinden, wer das war. Na gut, ich guck's mir vorher noch mal selber an, damit ich. Ich wollte mir es vorher schon mal angucken, aber sie ist dann, nein, wir gucken das zusammen. Also gucken wir das zusammen. Über Skype, ach, ich weiß nicht, ich habe damals über Skype immer früher geguckt. Wieso also über nicht, Skype angucken? Nicht in Skype, nebeneinander. Aber hier. Achso, du gehst da dahin, ja. Aber in direkter Kommunikation. Natürlich nebeneinander sitzen, das ist ja noch besser. Ja, natürlich. Wie lange bleibst du da? Dienstag bis Donnerstag. Und dann? Dann komm ich was zurück. Wann geht's denn auf nach Singapur? Das weiß ich noch nicht. Das wird sich am Montag vielleicht mal, das eh noch verraten. Weil Philipp reist ja demnächst nach Singapur, das ist... Demnächst, bei Outside Philips. Scheiße. Warte mal, ich schreibe mal die Ideen wieder auf, Mann. Ich muss mal einen sicheren Platz finden. Ach, Philipp. Oh Mann. Ey, wir haben Gehirn hier oben, das ist gekloppt geworden bei den Franzosen. Wir brauchen jetzt wirklich noch 15 Minuten auf TS unterhalten und kommen schon wieder die dümmsten Ideen. Da haben wir schon so viele neue Kanalideen. Das liegt nicht an Minecraft, dass wir so dumme Ideen haben. Das liegt einfach an Teamspeak. Ja, genau. Scheiße. Klammer auf, ts92.nitrate.net, Doppelpunkt 13.800. Da Klammer zu. Quelle bitte. Der Felix ist meistens da, nicht ansprechbar, aber er ist da. Das ist der. Heute war er 4 Stunden lang in der langen AFK-Zone. Cool. Würde vermuten, er war lange AFK. Warte, ich hol mal schnell mein Handy, warte. Handy? Handy? Musst du den jetzt klingeln? Oh, ich weiß nicht. What the fuck, wie schnell hat denn das jetzt bitte schon geladen? Von 0% auf 69 in. Wann kam ich? Vor einer Stunde? Krass. Von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Ja, von 0 auf 69 in einer Stunde, das geht auch noch. Ich habe heute Rollercoaster Tycoon gespielt, ne? Hä? Rollercoaster Tycoon. Alles klar. Und da habe ich voll meine Achterbahn in den Himmel geschossen. Hat funktioniert. Gibt's dann noch solche vertikale Achterbahnen, die dann... Ne, keine Ahnung, gibt's auch ein explosives Intro. Thumbnail. Mit roten Kreisen. Da hat doch heute tatsächlich einer mal gefragt, warum der rote Kreis im Thumbnail ist. Also, bitte, wer macht denn heute keine roten Kreise mehr in seine Thumbnail? Na, Philipp? Ja. Das hat bis jetzt so viel gebracht. Ich weiß noch damals, also
letzte Woche. Wie war das bei Rollercoaster Tycoon? Rollercoaster. Heißer Heißer Feger. Aber er hat Gedanken gemacht. Ja, da müssen wir doch auch mal rote Kreise und so mal in den Thumbnail einfügen. Hat doch Philipp sich extra so viel Mühe gemacht und sich da irgendeine geile Schnitte rausgesucht. Hat er einen roten Kreis darum gemacht. Und Pfeile drauf. Und was kommt raus? Nix. Das hat Ja. noch weniger Klicks als ein normales Video. Genau, Nix da, kam und der raus. Daniel kam dann auf die atemberaubende Idee mit geiler Feger oder heißer Feger. Heißer Feger. Haben wir uns so viel Gedanken zu dem Video gemacht. Nix kam raus. In anderen Videos kannst du schreiben, was du willst, da kommen mehr Klicks. Ja, Da schreibst du schwerer Unfall hat zum Holzachterbahn, da Beispiel hast du so wenig doppelt so Stunden. viele Klicks oder so. Geile Feger steht wirklich hin. Schreibst du schwerer Unfall, dann sind sie alle da. Das war doch gar kein schwerer Unfall. Du hast da nicht wirklich deine Lok in Brand gesetzt. Das ist ein anderes Thema. Warum geht mein Handy nicht an? Scheiße. Ist nicht so gut. Nee, Warte Scheiße, mal. ist kaputt. Es kann jetzt möglich sein. Warum? Was? Moment mal. Weißt du, was hilft? Ah, es geht, es geht, es geht, es geht. Nein, das ist ein. Nimm einfach dein Handy, ne? Und lass es fallen. Nee, nochmal. Oh, Es ist ein. warte mal, Scheiße, jetzt ist der Akku raus. Wenn jetzt einer anruft. Mir geht der immer, ich hab's eh ausgemacht. Das so stimmt. Wo ist Wenn denn das jetzt Handy einer. von dem Handy? So. Ich habe hier ein top modernes Samsung Galaxy S6 Hab ich Edge. auch? Nee, hab ich nicht. Ach ne, S7 Edge ist ja neuer, aber da gibt es ja eh nichts viel Neues. Und da ist ja auf beiden Seiten Glas. Da kann es vorne und hinten kaputt gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Nee. Ist ja Ach, du bist letztens ein Lügner. runtergefallen. Letztens runtergefallen, hinten kaputt. Geil. Du bist ein Lügner. Was los? Hast du mit Panzerglas oder was? Ja. Nee, ich habe eine Hülle drum. Ja gut. Meins ist So geschützt. weit bin ich ja nicht. So war der Inside Philips und was gab's noch? Outside Philips. Outside. Das sind so geile Formate, ey. Wollten wir das nicht so machen, dass wir das eher hier auf Gaming machen, damit wir mehr Abos bekommen? Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt mal liebe Zuschauer, wir haben eine liebe Frage an euch. Wir lieben euch alle, aber nur freundschaftlich. Das ist doch so ein Funny Gag. Aber diese liebe Ja. Frage stellen wir euch erst in der nächsten Folge, weil jetzt bei 13 Minuten guckt ich ja nochmal zu. No. Nee, in der nächsten Folge bei Inside Philips. Bei 10.000 Likes geht's weiter. Ja. Jeder Also. Like, passt, wir können auch machen, Jeder jeder Like ist Klick, Gold wert, aber nur freundschaftlich. jeder Das ist Klick dumm. gibt ein Mod von uns. Jeder Klick rettet einen Baum im Regenwald. Ist Also das nicht was? wir haben im Monat ungefähr 13.000 Klicks. Das heißt, 13.000 Wörter reden wir zu euch. Na, das kann ich mir hinhauen, was wir alles bringen. Oder? 13.000 Wörter ist sehr viel, sehr wenig, ne? Ja, also wir reden in CS mehr. Man muss doch vorstellen, wenn wir live streamen würden, was wir da alles reden würden. Stell dir mal vor, Kein, kein. die Zeiten, die wir im TS-Mod diskutieren und Felix seine Themen, würden wir aufnehmen. Stell dir das mal vor. Ey, da müssen wir 8 Sendeplätze am Tag bräuchten wir da. Wie gesagt, ich würde es streamen. Ganzen Tag, die Leute, die könnten nie genug davon kriegen, was wir hier alles erleben. Das Ja, ist krank, Leute, das ist krank. das darfst du dann gerne in der Inside Philips Wohnung. Ach, das ist noch so ein Thema. Philipp will bald umziehen, das kann man bestimmt schon mal vorab sagen. Ja, Da alles gibt's weiter dann. dazu Philips Ultimate. Umzugsvlog. Ah. Alles klar. Gefilmt von Carsten. C. Punkt. Wird nicht gesagt. D. Punkt Fragezeichen. Der ähnliche Name der Software kann ich im PS. PS Philipp Scheißer. Na Ja, gut. vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Let's Play Together Minecraft. Ich würg dich einfach ab. Ich mach das jetzt so. Abwürgen. Fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.